700 Meter schwimmen, 30 Kilometer Radfahren und 6 Kilometer laufen. Das war schon eine Herausforderung für die 106 Teams beim diesjährigen Firmentriathlon in Rosbach. Darunter auch 4 Teams des Klinikum Burgenlandkreis. Wir möchten heute zum wiederholten Male beim Firmenteam-Triathlon mit teilnehmen. Heute ist 10-jähriges Jubiläum vom Veranstalter und da haben wir uns natürlich ein paar Ambitionen ausgerechnet. Wir starten mit 4 Teams in verschiedenen Kategorien. Mal sehen, was am Ende bei rauskommt. Welchen Platz sie am Ende belegt haben, dazu kommen wir später. Zuvor mussten sich alle bei der Anmeldung registrieren lassen und bekamen dann ihre Startnummer. Vor 6 Jahren kam der Gedanke auf, einmal beim Firmentriathlon teilzunehmen. Es war ein reines Männerteam. Ja, und dann ist es eigentlich so die letzten Jahre gewachsen. Dann sind da 2 Teams draus geworden. Dann haben wir uns auf die Männer mehr oder weniger am Anfang ein bisschen spezialisiert. Und zwar unter den Kategorien unter 120 Jahren und dann noch ein Team über 120 Jahre. Ja, und dann ist glücklicherweise ein Frauenteam mit dazugekommen und dann noch ein Mixteam. Ja, bei den Azubis konnten wir leider noch nicht punkten, aber vielleicht können wir ja in den nächsten Jahren da einen neuen Anlauf nehmen. Oder ein reines Ärzteteam, das hatte ich auch schon mehrmals vorgeschlagen. Ja, wäre auch nochmal eine schöne Kombination. 10.30 Uhr ging es dann für die Schwimmer an den Start. Mit dabei Lisa Hofmann. Sie startete im Team 2 in der Mixstaffel, zusammen mit Marco Bayer als Radfahrer und Markus Steinke als Läufer. Ein lauter Knall, das war das Zeichen für alle Wassersportler, sich in die Fluten zu stürzen. Firmenteam Triathlon 2016. Unter den Anfeuerungsrufen der Zuschauer und Teammitglieder mussten sie 2 Runden absolvieren. Lisa Hofmann schaffte die 700 Meter in 15 Minuten und 28 Sekunden. Damit lag sie im oberen Leistungsdrittel. Sie übergab den Transponder an Marco Bayer. Es war sehr anstrengend, wir haben viel Wasser geschluckt. Wie die Zeit ist, wissen wir leider noch nicht. Aber es ging. Wasser war okay, bisschen viel Wind, bisschen viel Wasser. Was es uns nicht recht hat, sonst war es okay. Und jetzt sind wir froh, geschafft. Jetzt haben wir es geschafft. Viel Zeit zum Ausruhen hatte Steven Erdmann nicht. Denn er startete in der Schwimmdisziplin und als Läufer. Als ich am Start war, kurz vorm Start, habe ich gedacht, ich will jetzt endlich losmachen, weil diese Warterei vorm Start ist einfach ziemlich nervenraubend. Aber als ich dann im Wasser war, habe ich einfach gar nichts mehr gedacht. Ich habe gedacht, ordentlich schwimmen, versuchen, einen guten Rhythmus zu finden und dann vernünftig zu schwimmen. So, und jetzt geht's weiter, ne? Jetzt ziehe ich mich kurz um und laufe mich ein bisschen warm und dann mache ich noch eine Laufrunde, wenn mein Radfahrer wieder da ist. Seit 10 Jahren bietet der Hassesee die Kulisse für dieses Sportevent. Der Triathlon-Club Merseburg ist der Ausrichter und von der Location hier in Rosbach überzeugt. Ja, der Hassesee ist ein Triathlon-Ort mit einer langen Tradition. Ich selbst betreibe ja schon seit über 25 Jahren Triathlon und habe hier einen meiner ersten Wettkämpfe bestritten. Das war ein sehr schöner Wettkampf, ich erinnere mich noch genau. Damals hieß das in der Zeit der DDR nicht Triathlon, sondern A3K, Ausdauer-Dreikampf. Und diese Historie, die haben wir aufgegriffen, aber die Location ist fantastisch. Wir erfahren von den Leuten, von dem Hassebetreiber, eine unwahrscheinliche Unterstützung und das über Jahre. Das ist wunderbar. Und die Teilnehmer, die danken es uns. Alle schwärmen von diesem wunderbaren Strandbad. Das Klinikum Burgenlandkreis trat mit 4 Teams zum 10-jährigen Jubiläumstriathlon in Rosbach an. Team 1 war eine reine Frauenstaffel und für die Schlussläuferin war es ein besonderer Tag. Ich bin Madeleine und laufe die 6 Kilometer und bin eine, mittelmäßige Kurzstreckenläuferin. Madeleine ist ein bisschen bescheiden, sie ist eine gute Läuferin, hat zum Beispiel dieses Jahr beim Rennsteigmarathon mitgemacht und hat vor allen Dingen Geburtstag gehabt, auch noch einen runden Geburtstag. Wir gratulieren ihr von offizieller Seite ganz herzlich. Danke. Schließen wir uns natürlich an. Doch bevor die Läufer ihre Strecke in Angriff nehmen konnten, hieß es für die Radfahrer kräftig in die Pedale treten. Denn die 30 Kilometer lange Strecke führte von Rosbach über Pettstedt zurück zum Hassesee. Unterstützung seitens der Geschäftsleitung können sich die Mitarbeiter gewiss sein.
Und natürlich hoffte man auch dort auf eine gute Platzierung. Wie man so schön auf unseren T-Shirts sieht, also wir werden von unserem Arbeitgeber, wir haben auch dementsprechend unterstützt. Also Herr Frohn ist da, sind wir zumindest glücklich, dass Herr Frohn da für sportliche und gesunde Aktivitäten immer ein offenes Ohr hat. Und das hat sich in den letzten Jahren schon geändert, möchte ich mal sagen. Da sind wir sehr froh drüber. So, dann wollen wir heute sehen. Ja, als Dank müsste dann so ein bisschen eine gute Platzierung rauskommen. Ist es so? Ja, wir haben uns wie jedes Jahr schon ein bisschen was vorgenommen. Ich denke, unsere Frauen werden auf jeden Fall wieder die Speerspitze sein und mal sehen, was der Rest so noch hergibt. Es geht halt nicht ohne Frauen, stimmt? Ja, das stimmt, das ist richtig. So lag Danny Lange mit seiner Prognose nicht ganz so falsch. Denn bei der Kategorienwertung Frauen U120 sicherte sich Team 1 mit Patricia Noll, Stefanie Schüler und Madeleine Bratfisch zum wiederholten Male den zweiten Platz. Die beste Platzierung bei den Männern in der Kategorie U120 schaffte es das Team 4, Erdmann Lange. Die beiden Männer konnten sich den dritten Platz sichern. Eine beachtliche Leistung, zumal sie auch nur zu zweit waren und der dritte Mann im Team fehlte. Das dritte Team des Klinikums Burgenlandkreis holte sich den 11. Platz bei den Männern U120+. Und das Mixteam schaffte den Rang 9. Im Gesamtklassement verpassten sie aber nur knapp den Sprung aufs Treppchen und mussten sich mit einem 4. Platz zufrieden geben. Mit einem Blick auf das große Teilnehmerfeld waren die Platzierungen keine schlechte Leistung. Und mit Sicherheit werden sie auch im nächsten Jahr wieder mit an den Start gehen.